Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Es dreht sich jetzt gerade hier nicht um LS17, auch wenn ich hier gerade drin bin. Das ist einfach nur, da wir halt über der Konsole aufnehmen und auch Stream tun, ist das momentan das Einzige, worüber ich dieses Video machen kann. Deswegen achtet gar nicht auf Video, was ich hier mache. Das ist einfach nur, ja, wie gesagt, damit ich was zu tun habe, während ich jetzt das hier erzähle. Auf jeden Fall geht es um ein ernstes Thema. Wir haben gestern im Stream, für alle, die dabei waren, muss ich auch ehrlich mal sagen, so oft haben wir in einem Stream noch nicht über ein Thema geredet. Ich weiß nicht, ob wir da 5, 6, 7 Mal immer wieder dieses Thema angeschnitten haben, weil das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich glaube, fast alle Leute haben es mitgekriegt, dass in der EU ja der Artikel 13 beschlossen wurde. Und ja, im Laufe des nächsten Jahres ja in Kraft treten wird und die Herren von der EU sich ja nochmal zusammensetzen werden, um genau zu beschließen, was da jetzt nun alles in den Artikel 13 drin ist. Es geht auf jeden Fall um Urheberrechtsgesetz. Und vorgestern, also Freitag kam, oder habe ich ein Video gesehen von Wissenswert. Das Video werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, wo die YouTube-Chefin sich mit einem offenen Brief an die YouTube-Welt gewandt hat. Der Anfang hörte sich noch gut an, aber dann kam halt dieses ernste Thema. Wenn der Artikel 13 in Kraft tritt, so wie es halt aussieht momentan, wird YouTube Europa abgeschaltet. Es heißt, alles was auf YouTube ist an kleinen Kanälen, was halt nicht hinter irgendeiner Firma und irgendeinem Konzern hängt, wie zum Beispiel was halt zu RTL und ja, all diese ganzen großen Konzerne gehört, wird gelöscht, weil YouTube Deutschland nicht mehr so existiert, wie es momentan ist. Und man muss jetzt sagen, es betrifft nicht nur YouTube, es betrifft alle Plattformen. Es betrifft Facebook, Twitter, Snapchat, Insta, was da nicht gibt. Was gibt's noch? YouNow, Twitch. Ach, da gibt es ja so viel Plattformen, die dieses Gesetz betrifft. Und ja, man muss ehrlich sagen, in der EU sitzen ältere Herrschaften. Jetzt hatten wir ja nun gestern auch alles schon angesprochen. Da sitzen ältere Herrschaften, die wahrscheinlich nicht wissen, die diesen ganzen Mediawandel nie so richtig mitgemacht haben und sich dafür wahrscheinlich auch nicht so großartig interessieren. Aber es gibt Leute, so wie uns, die nutzen YouTube, um zum Beispiel Content zu bringen. Gut, der ein oder andere wird sagen, gut, wenn YouTube abgeschaltet wird, ist doch gut, dann verschwinden wenigstens die Großteil von den ganzen sozusagen Spinnern auf YouTube. Mag es richtig sein, es gibt welche, die geben, kannst du wirklich vergessen, die geben scheiß, muss man wirklich sagen, schlechten Content, scheiß wollen wir jetzt nicht sagen. Gut, den, glaube ich, stört das auch gar nicht so, wenn der Kanal weg ist, aber es gibt auch welche, die erstens von YouTube leben. Davon gibt es ja nun wirklich viele und man muss ja nun sagen, es betrifft ja, wie gesagt, nicht nur Deutschland, es betrifft ja Europa. Und wie gesagt, es betrifft ja auch uns jetzt in dem Sinne, die ganzen kleinen YouTuber, große YouTuber, dass der Kanal denn weg ist. Videos, alles weg ist. Und man muss mal ehrlich sein, man nutzt ja YouTube für vieles. Also Leute nutzen YouTube, um halt, so wie bei uns, sich Games anzugucken, weil die Gaming-Sparte auf YouTube ist extrem groß. Aber es gibt, gibt auch Leute, die gucken YouTube. Das habe ich hier gerade scheiß versaut, das ist natürlich ärgerlich. Muss das Ding mal zurücksetzen, ist egal. Es gucken viele YouTube, um halt zum Beispiel, hat man schon mitgekriegt, es gucken YouTube welche, die da Sprachen lernen. Die lernen Englisch, ausländische Bürger, die nach Deutschland kommen, lernen so auch Deutsch. Und dann gibt's, muss ich für mein Verhältnis sagen, habe ich auch schon genutzt. Auf YouTube zum Beispiel Tutorials sichere, zum Nähen und sowas, also über allen Pipapo gibt es Sachen auf YouTube. Die kannst du dir dann alle nicht mehr angucken, weil das alles verschwindet, weil nur noch die großen Mediengesellschaften ihre Kanäle auf YouTube haben. Und dann wirst du halt, wie es auch in einem Video angesprochen wird, nur noch Content sehen, zum Beispiel vom Berlin Tag und Nacht und sowas. Wenn du sowas sehen willst, kannst du dich auch abends auf RTL2, keine Ahnung wann das kommt, vor die Glotze hängen und guckst es dir da an. Oh, das Zeug ist da drin geblieben, das hat eben hier auf meiner Backen, ist egal. Sie kannst du es auch da gucken. Ist halt so. Aber diese ganzen anderen Kanäle verschwinden.
Und wie ich gerade schon sagte, es betrifft ja nicht nur YouTube. Du brauchst ja nur mal auf Insta gucken, wie viele auf Insta sich, ja, groß auf Insta geworden sind, auf Snapchat, auf Facebook. Du darfst dort nichts mehr teilen, weil, bestes Beispiel, das erwähnen viele, du gehst jetzt durch die Stadt, machst ein Video, zum Beispiel, weiß ich nicht, von Frauen vielleicht, von ihrer Shoppingtour, im Hintergrund läuft Musik, du lädst das Video hoch, der Musikproduzent hört, ach guck mal, da ist meine Musik, und ja, er verklagt YouTube wegen Urheberrecht. Und was hat das zur Folge? Dass jeder Hinz und Kunz die sozialen Medien verklagen wird. Das ist leider so. Die werden die alle verklagen und ja, du stehst quasi doof da, weil du nichts mehr rausbringen darfst. So, müssen wir das mal so machen. Und ja, dass YouTube dieses Risiko nicht eingeht, kann man auf jeden Fall nachvollziehen, weil man muss ja nun wirklich sagen, europaweit ist das natürlich sehr, sehr viel, was da auf einen zukommt. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Deswegen ist es halt wichtig, und das werde ich als allererstes oben in die Videobeschreibung packen, es gibt eine Petition, in der wir alle einfach unseren Vornamen und Nachnamen reinklatschen, E-Mail-Adresse, dauert nicht mal 2 Minuten, du hast abgestimmt gegen den Artikel 13, um vielleicht zu schaffen, den Leuten da oben in der Politik nochmal die Augen zu öffnen und zu sagen, Leute, wir lassen vieles mit uns machen oder ihr könnt vieles mit uns machen, aber wir lassen nicht alles mit uns machen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch die paar Minuten nimmt, auf diese Petition geht, wie gesagt, euren Vornamen, Nachnamen eintragt, eure E-Mail-Adresse, dauert nicht mal 2 Minuten, ihr könnt dort auch ein Häkchen setzen, dass ihr halt auch keine weitere Werbung haben wollt. Könnt ihr dort alles anklicken, dauert nicht mal 2 Minuten und schon seid ihr damit durch. Es ist einfach nur rein theoretisch, wie in dem Video, was ich euch auch noch mit in der Videobeschreibung packen werde, da habe ich das nämlich vorhin auch nochmal so geguckt, spricht er es ja schon an, müssten es die, gerade die großen YouTuber müssten vorgehen. Aber andersrum, gerade auch wir Kleineren haben alle eine Community und wie wir gestern im Stream mitgekriegt haben, ist die gesamte Community unserer Meinung oder derselben Meinung. Ja, deswegen habe ich mich dazu auch entschlossen, ein Video zu machen. Weil ob klein, ob groß, egal wie klein, groß man auf YouTube ist, man hat eine Community, die wahrscheinlich auch, ja, jetzt vielleicht nicht das Video teilt, aber vielleicht aufs nächste Video geht und, weiß ich nicht, dadurch, dass da noch mehr erklärt wird, dieses Video teilt. Aber ist ja auch egal, es geht ja jetzt nicht darum, es geht einfach darum, dass wir so viele Leute wie möglich mit dem Hashtag Save Your Internet, unter dem das alles läuft, publik machen, dass so viele Leute wie möglich auf diese Petition gehen und jetzt, wie gesagt, nicht nur Deutschland, sondern europaweit und der EU-Politik zeigen, Kollegen, ihr könnt vieles mit uns machen, aber nicht alles. Wir sind immer noch das Volk. Wir wollen unsere Freiheit. Und deswegen ist mir das Video jetzt hier wichtig, dass ihr wirklich auf dieser Petition geht, wegen wirklich was an dieser ganzen Sache ans Herzen liegt und weil, wie gesagt, ich muss ja echt sagen, der Großteil von euch allen nutzt YouTube ja nicht nur halt, um Stream zu gucken, um mit uns hier doof zu quatschen abends, sondern auch für andere Sachen. Und das wollen wir alles erhalten. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur YouTube, es ist ja auch Facebook, Twitter, Twitch, Snapchat, Insta, das betrifft einfach alles. Und das wollen wir alles erhalten, weil irgendwo wird uns ja ein Stück Meinungsfreiheit genommen. Du kannst keine freie Meinung mehr vertreten, die wird dir damit ja auch genommen. Und dir wird ja dann quasi wieder die Meinung von den großen Medienberatern oder von den großen Medienanstalten, die haben dann wieder, die vertreten ihre Meinung. Die wird dir dann quasi wieder eingebläut. Das wollen wir nicht, das war schon alles mal, das wollen wir nicht wieder haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt sagen, Schluss, ihr bis hier und nicht weiter. Und alle was dagegen tun. Deswegen ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn ihr einfach auf diesen Link geht, diese Minute dann nimmt bei der Petition und fleißig mitmacht. Ich habe die Petition schon unterschrieben. Gestern im Stream hatten wir auch schon einige, die sofort die Petition, die da gleich mitgemacht haben. Deswegen bitte ich euch, geht auf die Petition. Macht dort mit. Wenn ihr Bilder und Sachen auf Facebook hochladet, haut den Hashtag einfach drunter. You save your Internet.
weil das ist wirklich das Wichtigste. Weil sonst ist es wirklich ab nächstes Jahr mit YouTube und mit vielen anderen Plattformen vorbei. Und das wollen wir nicht, weil wie gesagt, mir liegt mein Kanal, den haben wir uns jetzt wirklich unsere 1128 Abos, was wir bis jetzt haben, haben wir uns hart erarbeitet. Es macht uns Spaß, was wir hier machen und das möchte ich auch bitte weitermachen. Und es gibt genug YouTuber, die das aufwollen. Und man muss ja auch sagen, so wie ich, bin ja auch einer, der viel YouTube guckt. Ich möchte auch weiterhin bei anderen Leuten gucken. Ich möchte mir Tutorials angucken. Ich möchte einfach, dass diese Sache erhalten bleibt. Deswegen bitte ich euch, geht auf den Link, füllt die Petition aus, teilt das Video oder halt gebt einfach mal den Hashtag bei YouTube ein. Schaut euch da die Videos an, teilt davon ein Video, dass wir wirklich so viele Leute wie möglich zusammenbekommen, die gegen diesen Artikel 13 stimmen. Damit die EU mal sieht, scheiße Leute, das Volk stellt sich gegen uns. Vielleicht müssen wir nochmal was überlegen. Weil wie gesagt, in der EU sitzen wirklich alte Leute, die wahrscheinlich diesen ganzen Mediawandel nie mitgemacht haben. Deswegen meine Bitte an euch, geht dort drauf und unterstützt alle. Weil wie gesagt, es ist für euch, es ist halt ein Stück von uns allen, weil jeder nutzt diese sozialen Medien. Das ist einfach ein Stück von uns allen, deswegen unterstützt das, kämpft wofür, was uns wichtig ist und zeigt mal der, oder lasst uns der EU zeigen, ihr könnt nicht alles mit uns machen. Damit, ja, das war's dann jetzt auch schon wieder für den Video. Ich würde mich wirklich, wie gesagt, freuen, wenn ihr alle auf diesen Link geht. Damit bin ich raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.